Und mit einer epischen Musik, die gleich richtig fett einsetzen wird, begrüße ich euch zum Let's Play von Wolsen, Lords of Mayhem. Ah, geil. Ey, diese Musik, die hat mich voll geflasht, ne? Ich hab's angemacht, um die Einstellung und so schon mal hier vorzunehmen und so, ne? Gerade Grafik und alles. Super geil, also. Sound sollte alles stimmen und wir erstellen jetzt einfach unseren Charakter. Ja, die Frauen sehen jetzt nicht gerade besser aus, ehrlich gesagt. Will nur mal gucken so. Oh Gott. Ja, okay. Also man kann den Charakter wohl sehr verunstalten. Oder einfach eine normale Figur auswählen. Ich guck mal bei der Frau. Nochmal ganz kurz hier im Körper. Ey, das... Wer von den Entwicklern hat sich das ausgedacht? Jetzt mal eine ernsthafte Frage hier. Ja, okay. Wir nehmen einfach eine normale Figur. Oh, Brüste. Hammer. Aber das sind ein bisschen Hängebrüste, oder? Es sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Danach gehen wir jetzt mal nicht. So, sie bekommt mittlere Brüste und dann passt das. Ne? So. Gut, da meins Gesicht. Den Titel, genau, den Sound gerade mal ein bisschen leiser machen. Oh. Das ist natürlich auch geil. Hier so ein Raddingens. Jetzt habe ich hier die Aufnahme für den Timer gar nicht gestartet, aber egal. Mit was wollen wir rumlaufen? Mit blauen Haaren, mit grünen Haaren, mit gelben Haaren. Ich bleib schwarz. Oh, man kann mit der Sättigung rumspielen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Okay, hier gibt es gar keine Sättigung. So, wir bleiben einfach bei schwarz. Jetzt checken wir mal die Frisuren aus. Kannst du dich mal bitte drehen, Alte? Danke. Ist schon nett gemacht, ne? Gucken wir mal. Nummer 6 hier. Okay. Das Gesicht sieht nicht gerade toll aus. Ich finde ja immer blöd, dass es immer voll die Gammelfrisuren gibt. Ich bleibe jetzt auch bei der hier, weil die bisher am besten aussieht. Die bleibt ja so, oder? Wir können ja mal kurz beim Mann gucken. Der für Frisuren hat. Oh ja. Wir sind der Mönch, der schwebende Haare über dem Kopf hat. Der kommt gerade frisch aus dem Bett und hat sich rasiert. So. Wow. Also Männer haben ja noch weniger Auswahl. Sie mit ihren Händen hier. Linkes Auge. Boah, geil. Man kann unterschiedliche Augenfarben. Man kann übrigens nicht ranzoomen. So, jetzt guck mal bitte hierher, sonst kann ich dein Auge nicht so gut sehen. Rote Augen, nice. Oh mein Gott, ist das geil. Wow. Oh, es wird immer geiler, Leute. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, ey. Das sieht ja mal mega aus. Ey, wir nehmen diese leuchtenden Augen. Wobei diese fetten, wo sie ganz leuchtet, auch gut aussieht. Das muss man jetzt mal sagen. So, ich bin natürlich Chihiro. Mit der Keule in der Hand. Ja, alles klar. Super. ja, Chihiro Level 1. Willkommen bei Wolsen. Updates, bla bla. So, ich habe schon gehört, das Spiel ist 7 Jahre in Entwicklung. Wir sehen überhaupt nicht gruselig aus mit den Augen. Sie hat unsichtbare, hochhackige Schuhe an. Aber hey. So. Welcome to the Alpha of Wolsen. Joa. Es ist noch in der Alpha, wie man sieht. Man munkelt, glaube ich, irgendwas von 2020, dass es rauskommen soll. Wobei jetzt vielleicht auch mal wieder ein Update kommen soll oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es ja auch irgendwann mal in die Beta. Aber ich habe es gesehen. Wir haben gerade als Diablo-Spieler letztens mal darüber gesprochen. Vor allem, weil es aktuell ja so ist. Wir haben es ja jetzt hier April 2018, also Ende April. Und es wurde immer noch nicht bekannt, dass Diablo überhaupt einen neuen Patch bekommen soll. Ja, das wäre dann die dritte Season in Folge, die einfach keinen neuen Patch hat. Und jetzt haben wir überlegt, das geht hier ein bisschen lange, ne? Wir haben überlegt,
ob Diablo dann irgendwann mal davon ausstirbt, wenn die da einfach keinen Bock drauf haben. Oder so diese Gerüchte über Wolfen, dass es da, glaube ich, jetzt so einen neuen Patch geben soll und dass Diablo erst dann auch was Fettes rausbringt, um Wolfen ein bisschen auszukontern. Aber gut. Ist jetzt auch erstmal unwichtig. Auf jeden Fall. Wow. Natürlich stehe ich mit meiner Keule jetzt da. Und die Brücke ist kaputt, ne? Was auch sonst. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4. Das hat es echt klein. Ich, Moment. Visuelle Einstellungen. Ja, ich würde das mal gern anwenden. Das ist schon ein bisschen besser. Also, ich bin zwar jetzt nicht alt, aber trotzdem, ne? So, wir gucken mal. Kann man das kaputt machen? Also, wenn das der Diablo-Nachfolger wird, ne? Also, das kann, wenn es geil wird, wird es Diablo auskontern, denke ich mal. Und das ist, was wir hier mal so ein bisschen testen wollen. So, willkommen zu Wolfson. Du kannst diese Einleitung in den Einstellungen deaktivieren. Der goldene Pfeil auf der Minimap zeigt dir dein Ziel, doch es steht dir frei, die Welt zu erkunden. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich möchte trotzdem mal ein bisschen, damit ihr auch mal seht, was das hier so überhaupt ist, ne? Und worauf das spielt. Aber wir können ein bisschen ranzoomen. Diese sehr natürliche Körperhaltung, ey. Die hat ein Hohlkreuz wie sonst was. Aber gut, wir haben leuchtende Augen. Wähle deine Belohnung. Ein Feuerballbuch oder ein Blitzschlagbuch. Wir nehmen Feuer. Du hast soeben dein erstes Fähigkeitenbuch erhalten. Öffne dein Inventar und klicke mit der rechten Maustaste auf das Element, um den Zauber zu lernen. Wenn du ein Fähigkeitenbuch liest, das du bereits freigeschaltet hast, erhältst du Erfahrung für diese Fähigkeit, sodass deine seine Macht erhöht wird. Okay, I ist Inventar. Wer hätte es gedacht? Sieht auch ein bisschen ähnlich aus wie Diablo. So, Rechtsklick, wirf einen kraftvollen Feuerball. Ja, wir haben Feuerball freigeschaltet. Sehr schön. Können wir das andere auch nehmen? Natürlich können wir das nicht. Oh, nice. So, ich musste jetzt schon mal den Feuerball hier loslassen. Das ging nicht anders. Vor allem diese Wirkungssachen, die sehen halt schon sehr nice aus. Das Drücken der Taste für die Ausweichrolle, Leerzeichen, erlaubt es dir, Fallen und Angriffen auszuweichen. Dies verbraucht Ausdauer. Okay, das ist ja nicht schlecht. Wir sind trotzdem verwundet worden, aber hey. Nicht genug Wut. Alles klar. So, gibt es jetzt hier auch mal was, was ich töten kann? Oh, nice. Also, das sieht wirklich schon nett aus, ne? Also im Vergleich zu Diablo. Ich meine, allein diese Engine hier. Wie die weggeschossen werden, ist schon geil. In Wolfson kannst du die Kamera drehen. Oh, nice. Das ist nützlich, um versteckte Wege oder Belohnungen zu finden. Okay. Ich habe schon automatisch die mittlere Maustaste gedrückt. Ey Leute, ohne Witz, das ist geil. Ich finde das mit der Kamera drehen auch nicht schlecht. Ich bin voll in meinem Element hier, ey. Das ist schon super. Aber hier Ausdauer. 4 von 4, okay. Boah, ist das etwa. Wasser ist ein Schlüsselelement der elementaren Wechselwirkung. Feuer, Blitz und Frosteffekte sind in vielerlei Hinsicht von Wasser und Regen betroffen. Berücksichtige dies bei der Anwendung deiner Zauber. Wenn ich jetzt einen Blitz hier reincaste, ne, ist dann alles, was im Wasser steht, tot? Wäre mal interessant. Ich finde dieses Kameradrehen ehrlich gesagt sehr geil. Allgemein, die Grafik ist wirklich schön gemacht. Das muss man dem Spiel echt lassen. Bin ich auch schon von der Grafik mehr überzeugt als vom Path of Exile? Wobei diese Grafik da ja ein bisschen besonders ist. Viele mögen das ja zum Beispiel nicht so. Nice. Oh, der hat überlebt. Ist ja mal krass. So. Muss jetzt hier einfach noch ein bisschen die Leute abschießen. Der Baum sieht ja auch mal fett aus. Wir
Bin mal gespannt. Die ersten Rüstungsgegenstände. Das ist natürlich scheiße, ne? Das sollte hier nicht passieren, glaube ich. Wobei, wir können ja die Kamera drehen, ne? Sind wir ja auch selber schuld eigentlich. Aber ich bin auch diese starre Kamera gewöhnt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall wird das eine Menge Orientierung hier verschaffen oder schulen, wenn man hier die ganze Zeit die Kamera dreht und dann immer noch zu wissen, wo man hin muss. Ich schreibe ja im Moment eine Facharbeit über Computerspiele, dass die halt einfach nicht so schädlich sind, wie die meisten glauben. Ich habe den Baum mal eben abgeholzt. Aber das ist gut, dass der Baum so verschwindet. Er sieht auch sehr detailreich dann aus, ne? Ja, okay, es geht. Es geht. So, hier haben wir noch eine Truhe. Man ist mit den Rollen auch ein bisschen schneller. So, wir haben ein Schild bekommen. Verteidigung, Blockchance, Blockeffizient, Rückstoßwiderstand. Ja, warum nicht? Ein paar Untote. Machen die eigentlich Schaden? Der trifft nicht mal. Okay. Man kann auch so drauf kloppen. Okay. Und man kann sogar zwei gleichzeitig wegfeuern. Das ist schon geil. Nee, aber es sieht schon sehr gut aus. Ich bin gespannt. Also man sagt den Entwicklern nach, dass die ein bisschen inaktiv, so. Dass die ein bisschen inaktiv sind. Kann man hier durchschwimmen? Nein, der Charakter kann nicht schwimmen, Mensch. Gibt's denn hier... Natürlich ist hier keine Truhe. Ja, die soll ein bisschen inaktiv sein. Weswegen mir auch schon geraten wurde, das Spiel nicht zu kaufen. Aber ich konnte nicht anders. Es sah so toll aus. Ich musste es einfach mal antesten. Und gerade die Leute, die dann auch sich das nicht kaufen wollen, sondern sich lieber so ein Let's Play angucken, ja, den wollte ich das auf jeden Fall mal zeigen hier. So. Dein Charakter benutzt Umbra und Wut, um Schaden zuzufügen. Wut wird erzeugt, wenn man Feinde mit Waffen schlägt. Umbra wird dadurch verringert und entleert sich mit der Zeit. Umbra regeneriert sich mit der Zeit automatisch oder auch, wenn Wut verbraucht wird. Zaubersprüche benötigen für ihre Verwendung entweder Wut oder Umbra. Also Umbra ist mehr so das Mana, ne? Denke ich mal. Ich muss euch einfach mal umbringen, Leute. Es geht nicht anders. So, ich würde jetzt aber auch mal mich nicht sehr lange weiter hier aufhalten mit den Untoten, sondern einfach mal dahin gehen, wo wir hingehen sollen. Wir haben jetzt ja immerhin schon ein Schild. Wir sind noch nicht mal ein Level aufgestiegen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es ja sowas wie das Tutorial ist. Da vorne wartet einen starken Feind auf dich. Zögere nicht zwischen deinen Zauber- und Nahkampfangriffen zu wechseln, um ihn zu besiegen. Okay. Oh, sorry. Okay. Ja, das Spiel sagt nein. Ich dachte, hier wartet ein starker Feind. Ich dachte, hier kommt so ein Elite-Boss, aber es sind einfach nur Untote. Ah, man kann auch mit Umbra auf die losspringen. Ach nee, mit Wut. Boah, ist das nice, ey. Das ist ja super. Kriegen wir eine Killstreak? Nee, ich glaube nicht, ne? Schade. Okay. Ein bisschen irritierend. Digga, geh mal weg da. Der Typ wird uns gleich machen sonst. So doll ist der jetzt ja gar nicht. Aber den haben wir gemacht, ne? Der hatte schon mal keine Chance. Da ist Bruder Leon. Brother Leon. Seid gegrüßt. Da hat mich mein Gefühl also nicht im Stich gelassen und diese alte Stätte wurde tatsächlich aktiviert. Oh, ich vergaß mich vorzustellen. Mein Name ist Leon und ich wurde gesandt, um hier nach dem Rechten zu sehen. Ihr solltet mir nach Amarth folgen. Oder Amarth, keine Ahnung. Ey, Digga, ich war noch nicht fertig.
Wie er allerdings aus dem Gefängnis der Republik fliehen könnte, höchst interessant, aber das sollten wir später besprechen. Stellt euch einfach zu mir auf den Wegpunkt. Ja, Mensch. Wo soll ich jetzt hin? Rabenwappen. Was anderes kann ich auch nicht anklicken, oder? Sprich mit Vater Gernes. So, der Typ ist nicht mitgekommen, alles klar. Doch, ist er. Zum Glück nahe genug, da ist der Rabenwappenberg. Oh, ich vergaß, dass dies wohl euer erstes Mal mit dem Wegpunkt ist. Ja, wir waren das erste Mal im Wegpunkt. Mhm. Kein Grund zur Beunruhigung. Bald werdet ihr genau dahin reisen können, wo ihr wollt. Doch im Moment sollten wir die Straße Richtung Amat folgen. Ja, das kriegen wir hin. Weil wir sind jetzt schon schneller als er, dabei rollen wir noch nicht mal. Aber das ist kein Problem. Ich meine, ich würde mir ja auch Gedanken machen, warum eine halbnackte Frau da steht und so einen fetten Typen bekämpft, ne? Oh. Warum kann ich denn hier... Oh, hier ist so ein Typ. Hallo, gibst du mir bitte mal Rüstung oder so? Nicht genug Wut. Okay, vielleicht sollte ich den nicht ankloppen. Ob er sich das vorgestellt hat, dass man hier reingeht? Noch ein Linus. Hieß ja nicht auch Linus? Wir lebten einst in einem nahegelegenen Dorf, doch dann überrannten uns die Orks und wir mussten fliehen. Unsere alte Heimat kennt man heute nur noch unter einem Namen, das ewige Grab. Die Knochen unserer Vorfahren dienen nun als Futter für die Armee der Toten. Necromancer. Necromancer sind doch geil. So, wir sollen erstmal hier lang gehen, das machen wir jetzt auch. Da steht ein Typ. Ich wollte gerade sagen, wir haben Leon ausgesperrt, aber das stimmt gar nicht. Okay, es sieht aus wie so eine Stadt der Überlebenden. Okay, es sieht wirklich geil aus. Das muss man im Spiel lassen. Ah. Bin mal gespannt, ob man in der Charaktererstellung später noch ein bisschen mehr machen kann. Seid vorsichtig, wenn ihr Amat und dessen Schutz verlassen solltet. Das ewige Grab Dornholz und Rabengarde sind sehr gefährliche Orte. Digga, ich kann dicke Feuerbälle schmeißen, das ist kein Problem. Von den orkischen Überfällen aus dem Osten und Süden wollen wir gar nichts. Ach, keine Ahnung. So. Hier haben wir Ellen. Willkommen, Amat. Es steht euch frei, in der Gaststube zu nächtigen, also unseren Händler zu besuchen, als auch unseren Händler zu besuchen. Komm hier aber nicht rein, Digga. So, man kann ja auch drehen, ne? So, hier haben wir Caracol. Ah. Okay. Gut, das ist der Heiler oder so. Der Gastwirt, der schläft. Okay, man kann sich hier ausruhen, nicht schlecht. Hier sind ein paar Äpfel. Das sind aber ganz schön dicke Dinger, ne? Okay. So, dann haben wir ja hier Händler, ne? Gucken wir mal. Archivar. Feuerball. Ja, das haben wir. Brutaler Angriff. Level 1. Oh, wir kriegen doch Erfahrung. Oh, wir können Sachen kaufen. Das kostet ja zum Glück nur 1000. Und wir haben nur 33. Ist also kein Problem. Können wir uns mal eben gönnen. Der Juwelier. Abgebrochener Beryl. Alexandrit. Lasurstein. 3 bis 6 Blitzschaden. Okay. Rückkäufe wahrscheinlich. Das Inventar machen wir mal wieder weg. Wir labern mal mit dem Händler. Opferklinge. Gut. Klamotten können wir uns nicht kaufen. Wir können uns vielleicht mit Glück irgendwann mal einen Ring kaufen. Feuerregen, das sieht auch nett aus. Seismischerriss. Was vielleicht nicht schlecht ist, dass man sich dann später entscheiden kann, was man spielen will. Und sich vielleicht nicht 500 Charaktere verschiedener Klassen erstellen muss. Man sagt, dass jenseits der Hagelkornfelder im Norden nahe der Bucht den Eingang zu einem Tempel mit einem verborgenen Schatz liegt. Aber schreckliche Kreaturen verhindern, dass Sterbliche jemals dorthin kommen. Das ist kein Problem, wir können das. So, wir haben hier schon mal unsere Truhe anscheinend. So, für mal eben so ein bisschen Gold können wir das freischalten. Aber da wir ja nicht gerade reich beseelt sind an Items, Nilus. Yo. Hier gibt es schon mal richtig geile Sachen. Level 20. Mit Sockel anscheinend.
Schuhe des Templer, Helm des Templer. Okay, wir können vielleicht schon mal ein Templer werden anscheinend. Aber ich muss mich jetzt hier noch mal ein bisschen umgucken, was es hier so gibt. Horrock. Ja, sicherlich gibt es in dieser Welt noch Riesen, wisst ihr? Hoch oben über dem Seetal. Ja, alles klar. Ja, dann gehen wir mal weiter. Nehmen wir so ein paar Halunken. Bruder Omnio. Den können wir nicht anquatschen. Michel. Orks und Untote sind nicht die einzige Bedrohung da draußen. Ihr müsst auf wilde Tiere und Geschöpfe des Pituses und Ghouls achten. Sogar die Banditen im Wald sind gnadenlos. Ja, das ist alles kein Problem. Ach ja, dann gehen wir doch mal zu dem Heini da oben. Was haben wir denn hier Cooles? Das erklärt er uns bestimmt gleich. Vater Gernis. Ah, Leon, ihr seid zurück und das ohne einen Kratzer. Das stimmt mich froh. Wer ist dieser Neuling? Nun ja, wir trafen uns zufällig in der Nähe des alten Wegpunktes. Wie es aussieht, konnte er ihn reaktivieren. Von dem alten Gefängnis ist allerdings nicht viel übrig. Das nenne ich eine glückliche Fügung. Welch Zufall. Ich glaube zwar kaum, dass euch wer gefolgt ist, aber ich werde trotzdem ein paar Brüder entsenden. Die sollte für die Sicherung der Stadt und des Wegpunktes reichen. Nun aber zu euch. Willkommen in Abmarkt. Es steht euch natürlich frei, in unserer Stadt Ruhe zu finden. Ja klar, ich lasse mich hier nieder. Ihr scheint sehr erschöpft zu sein. Nehmt diese paar Münzen und kauft euch... Ihr kauft eine Rüstung in dem Laden unseres Händlers. Ihr könnt auch mit Torvus neben der Arena reden, falls ihr trainieren möchtet. Okay. Level 2. Wir sind dabei so explodiert, dass er ein bisschen... Ja, okay. So, Wildheit, Zähigkeit, Beweglichkeit, Willenskraft. Das sieht hier so nach Intelligenz aus. Bestimmt den Zauberschaden. Ey, wir kriegen hier einen Punkt. Oh, wir können hier mehrere Sachen machen. Vielleicht so ein bisschen Zähigkeit und Beweglichkeit und Wildheit. Wir können das ja erstmal so ein bisschen gleichmäßig machen, ne? Bestätigen. Das sieht gut aus. Ich habe zwar keinen Plan, was ich hier mache, aber das geht schon. So, wie viel Geld haben wir jetzt? Wow, ich gebe euch ein bisschen Geld, ist klar. So, Leon, was sollen wir jetzt machen? Besuch den Händlerladen. Jo, Digga. Ich komme mit nicht viel Geld. Na dann schau ein... Armad Merchant. Na dann schau einer an. Wenn ihr in dem Glauben hergekommen seid, hier etwas umsonst zu bekommen, lasst mich das klarstellen. Meine Befehle lauten, euch ein paar Gegenstände zu geben. Aber geht davon aus, dass dies das letzte Mal ist. Oh, hatte ich schon erwähnt, dass sie ziemlich verdeckt sind? Ach, verdreckt sind. Lasst euch aber nicht davon abhalten, die anderen Waren zu begutachten. Schick und glänzend, wie es sich gehört, und nicht wie dieser Schrott, den ihr wohl auf eigene Faust finden werdet. Also Geld auf den Tresen und erwartet keinen Rabatt. Der ist ja voll freundlich, der Typ. Wow, wir haben immerhin Sachen bekommen. Jetzt müssen wir nicht mehr nackt rumlaufen. Wie sehen wir denn aus? Es geht. Immerhin haben wir jetzt endlich hochhackige Schuhe und es sieht nicht mehr komisch aus, was wir hier machen. So, dann laufen wir mal zu dem Typen zurück. Hallo Vater. Es tut gut, euch wiederzusehen. Ich war nur ganz kurz beim Händler, mein Freund. Es muss verflucht schwierig gewesen sein, aus diesem modernen Gefängnis der Republik zu entkommen. Eigentlich nicht. Aber lasst uns darüber besser später reden. Zuerst einmal könnte ich eure Hilfe in einer bestimmten Angelegenheit brauchen. Einer der unsrigen machte sich auf den Weg zu unserer Alchemistin und sollte eigentlich schon wieder zurück sein. Um was wollen wir wetten, dass ich jetzt hingehen muss? Er muss dabei das Dorf des ewigen Grabes durchquert haben. Ich werde Bruder Leon entsenden, um nachzuforschen, aber er bräuchte Unterstützung. Ich möchte, dass er ihn begleitet. Eigentlich begleitet er uns wahrscheinlich. Er erzählte mir, dass ihr einen Schädelbrecher besiegt habt. Daher sollte es für euch nicht allzu schwierig werden. Seid aber bitte trotz allem vorsichtig, da eine dunkle Macht begonnen hat, sich über die Gegend zu verbreiten. In der Nacht lauern überall die Toten. Yeah, geil, Zombies. Wann immer ihr wollt, könnt ihr euren eigenen Weg gehen. Aber bitte wartet nicht zu lange. Die Sicherheit unserer Brüder ist von höchster Priorität. Sprecht mit Leon, wenn ihr bereit seid. Yo, Leon. Nun denn, Fremder. Ich bin kein Fremder, ich bin Chihiro, Digga.
Seid ihr bereit für diese gefährliche Rettungsmission? Amon weiß, ich bin es. Unsere Mission muss glücken. Ist Amon ein Gott? Wer weiß. Vergaß ich zu erwähnen, dass meine Orientierungskünste ziemlich unbrauchbar sind. Möchtet ihr mir vielleicht den Weg zeigen? Ich würde direkt hinter euch bleiben. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber falls mich meine Erinnerung nicht trügt, liegt das ewige Grab östlich von hier in Richtung Dur und biegen dann an der ersten Kreuzung in Richtung Norden ab. Es ist nicht der schnellste Weg, aber doch der sichere. Das ist kein Problem. So, wir drehen hier den Schmarrn erstmal. Wow. Warte, wir müssen ja, glaube ich, hier wieder raus, ne? So. Magier mit Schild. Nee, warte mal, hier geht's gar nicht raus. Hier unten geht's raus, oder? Ich spreche noch von Orientierung. Und was passiert? Ich habe keine. Doch, das kommt mir bekannt vor. Hier ist diese Brücke wieder. So. Ja, warte mal, hier gibt es doch bestimmt so eine Karte mit M. Kann man hier mal ranzoomen? Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie links. Dann da hoch. Naja, also der einzige Weg, den wir wahrscheinlich noch nicht gegangen sind. Ne? Hätte man auch so formulieren können. Sind hier Schätze? Nein, da ist nur so ein verborgener Tunnel. Laufen wir mal hier lang. Und gucken wir mal. Ja, hier war Picasso wieder am Werk. Der musste natürlich die Straßen so schlängelnd malen. Es wäre ja sonst auch langweilig, wenn man einfach gerade mit einer Treppe den Berg runtergehen könnte. Gibt es hier Loot? Gibt es hier Loot? Natürlich nicht. So. Also das Drehen ist schon echt gut, aber es ist herausfordernd für die Orientierung. Seid vorsichtig. Sobald ihr die Tore von Ahmad passiert, werdet ihr umgeben sein von dunklen Kreaturen. Wenn wir zusammenkämpfen, schaffen wir das schon. Ja, ich habe ja auch diesen Typen da besiegt, ne? Oh, hier sind die schon Level 2. Kleidung der Lehrlinge. Sehr schön. Jetzt kriegen wir auch endlich mal Loot. Wütender Untoter. Ein Bogen. Jetzt muss ich hier erstmal Leute besiegen, wenn die hier so schnell Sachen droppen lassen. Ja. Digga, wie lange brauchst du eigentlich? So. Da ist irgendwie eine Treppe, wo es runter geht. So, den Untoten. So, ich möchte jetzt mal zur Treppe gehen und dann gehen wir da rein und dann gucken wir mal, was da ist. Ein Keller. Okay, aber wir werden das in der nächsten Folge machen. Weil ich den Timer ja so ein paar Minuten zu spät gestartet habe, denke ich mal, dass wir jetzt ungefähr so bei 30 Minuten sind. Wenn nicht, egal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben, vor allem wie ihr das Spiel findet und so. Und wenn ihr irgendwelche News darüber habt, einfach rein damit. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.